Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich bin allein im Haus. Meine Kinder waren nacheinander krank, sodass sich das Ganze ein bisschen langgezogen hat, die Zeit zu Hause. Und jetzt sind sie wieder alle gesund und munter und können in die Schule und in den Kindergarten. Und die Mama, die kann jetzt endlich ihrem Hobby nachgehen. und das ist Videos drehen, unter anderem. Und ja, ich war im Douglas, im DM und im Action. Und was ich da alles mitgenommen habe, möchte ich euch gerne zeigen. Wenn ihr euch das interessiert, bleibt dran. Wo fangen wir denn mal an? Also, legen wir einfach mal los. Fangen wir mit dem Action an. Die Preise werde ich euch wie gewohnt hier einblenden. Und dann legen wir mal los. Ich habe mitgenommen eine milde Handseife von der Firma Milan in der Duftrichtung Patchouli. Das ist eine große Tube, 750 Milliliter sind drin. Die habe ich mitgenommen, weil die meine Kinder super anwenden können. Es ist, wie gesagt, eine große Pulle, die hat Stand, die hat Halt. Man kann pumpen, wie man will, die wird nicht umfallen, hoffe ich. Dann habe ich mitgenommen eine Body Butter in der Duftrichtung Coconut von der Firma Love Spa. Ich fand die Verpackung wirklich sehr interessant. Hier unten ist ein Plastikbottich und hier oben ist eine Art Metalldosenverschluss. Und der Duft, der ist sehr, sehr schön. Riecht sehr, sehr schön nach Kokos, nicht zu penetrant. Und ja, ich wollte die einfach mal ausprobieren. Die Firma kenne ich nicht. Von daher musste das mit. Hier habe ich eine Bubble Mask von der Firma Bubbly für alle Hauttypen. Und zwar habe ich auf YouTube viele Videos gesehen mit diesen Masken, die in Verbindung mit Sauerstoff anfangen, schaumig zu werden. Und das fand ich richtig lustig, richtig interessant. Und ja, die habe ich da entdeckt im Action und deswegen wollte ich die einfach mal austesten. Die beiden Pötte mussten auch mit, und zwar sind das Körperpeelings. In jeder Dose ist jeweils 1 Kilogramm drin. Also man hat einen sehr, sehr guten Vorrat an einem ganz tollen Körperpeeling. Ich habe einige Körperpeelings zu Hause, aber irgendwie sind sie mir nicht so körnig genug. Und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist in der Duftrichtung Lavendel. Ich glaube, die haben sogar noch einen anderen Duft. Irgendwas mit irgendwas Bäriges. Aber weil ich Lavendel liebe, nehme ich immer die mit. Davon habe ich schon eine aufgebraucht. Ich kann die auf jeden Fall weiterempfehlen, weil die Körnung wunderbar grobkörnig ist quasi. Und ja, man kann damit wunderbar die Haut durchbluten und die abgestorbenen Hautschüppchen entfernen. Im DM habe ich ein Schnapperchen gemacht, und zwar habe ich hier von Original Sirs ein Duschgel schnappen können für 95 Cent. Es war reduziert in der Duftrichtung Vanille und Himbeere. Ich mag den Duft eigentlich ganz gerne, aber muss sagen, dass die Duftstärke dieser Original Sirs Produkte ziemlich stark ist. Trotzdem, für 95 Cent habe ich es mir einfach mitgenommen. Ist klar. Als ich im DM reinkam, da stand ein Aufsteller, und ich bin ja für sowas immer zu haben, wenn was Neues reinkommt. Und zwar ein Aufsteller mit Pinseln von der Firma Luvia Cosmetics. Und ich fand die Verpackung wunderbar. Ich fand das Design wunderschön. Da gab es auch Probepinsel, worüber man drüber fühlen konnte, und ich finde, sie sind wunderbar weich. Es sind vegane Pinsel, und ich habe sowieso ein Faible für Pinsel, und ich habe mir einen Squeeze Blender geholt, also einen Blenderpinsel und einen Bufferpinsel,
Und vom Design her, also dieses, ist das ein Rose Gold? Ja, ich glaube wohl, das ist ein Rose Gold. Und es gefiel mir total gut und deswegen mussten sie unbedingt mit. Da gibt es natürlich auch andere Arten von Pinsel, ne, was alles so im normalen Standard-Pinselsortiment gehört, war dabei. Und ja, ich bin gespannt, wie diese hier sich mit den Produkten, ja, wie sich die Produkte mit den Pinseln auftragen lassen. Trockenshampoo von Batiste in der Farbe Divine Dark. Ich habe noch nie Trockenshampoo benutzt. Und ja, wie das so ist, ne, auf YouTube sieht man sich Videos an von euch und dann bekommt man da einige Sachen präsentiert, die man natürlich unbedingt ausprobieren muss. Und deswegen habe ich den hier mitgenommen. So, nächster Highlight Douglas. Und zwar habe ich Douglas besucht, weil ich mir unbedingt eine Palette endlich mal gönnen wollte. Und zwar handelt es sich um die Zoeva Palette. Ich habe eine Zoeva Palette hier zu Hause schon länger und die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist die Naturally Yours. Jetzt habe ich eine Palette ins Auge gefasst, wo die Farbauswahl noch viel, viel schöner ist. Und zwar handelt es sich hier um die Cocoa Blend Palette. Also die Farbauswahl ist wirklich eine wunderschöne Mischung. Da sind lila Töne drin, da sind Brauntöne drin, matte und auch schimmernde Farben, helle Töne. Also damit kann man garantiert ein wunderschönes oder mehrere wunderschöne Augen-Make-ups zaubern. Und ja, endlich habe ich sie und die werde ich auf jeden Fall ausgiebig ja, testen, ausprobieren, mich austoben. Ich kann die Zoeva-Paletten auf jeden Fall empfehlen. Die Qualität ist 1A, die Pigmentierung ist super, die krümeln auch nicht und Preis-Leistung ist hier absolut top. Und dann stand ich da in der Zoeva-Abteilung im Douglas und da fiel mir ein Aufsteller ins Auge mit Pinseln. Und ich habe gedacht, wenn du schon mal hier bist, nimmst du einen Pinsel mit. Das hier ist ein Concealer-Bufferpinsel in der Nummer 142. Ich werde ihn auf jeden Fall als Blenderpinsel benutzen und nicht als Concealer-Brush, weil ich eh keinen Concealer benutze. Ja, bin mal gespannt, wie der so ist. Dann stand ich so im Douglas und habe mich so ein bisschen umgeschaut und dann fiel mir eine Maske ins Auge und zwar ist das diese hier. Das ist eine schwarze Maske, auch eine Peel-Off-Maske. Ich habe zwei Masken ausprobiert, zwei schwarze Peel-Off-Masken, einmal von Balea und einmal von Incredible Face Mask verlinke ich euch da. Da oder da. Und die Balea Peel-Off Maske verlinke ich euch jetzt da oder in der Infobox. Und ich bin gespannt, ob die vergleichbar ist mit der Incredible Face Mask, von der ich eigentlich sehr, sehr begeistert war und ist ja im Moment sehr oft oder wird im Moment sehr oft gezeigt, solche schwarzen Masken. Hierbei war noch ein kleiner Pinsel, mit dem man die Maske auftragen kann. Jo, und ich werde euch darüber spätestens im Aufgebrauchvideo berichten. Das war schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Thank you.